Okay. Mein Vater, der war damals Bäckermeister. Mein Urgroßvater war dann im Zweiten Weltkrieg. Viele kommen zu dem Mond. Okay, hier oder sowas. Mein Urgroßvater. Ja. No? Der, mein Vater war nie. Niemals. Der müsste bald 120 oder so werden. Er lebt da. Mein Opa, mein Urgroßvater, mein Großvater, der ist geboren 1889. Und der ist gestorben 1951. Also hat er im Zweiten Weltkrieg nicht? Der hat den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Das ist doch bestimmt schlimm. Wenn man sowas erlebt, da hat man doch irgendwie jein. So... Jein. Also ja und nein. Also vielleicht. Ja, nein. Das ist eigentlich gut. Das ist vielleicht mein Volk. Ja. Pass auf. Am 5. März 1945 wurde meine Heimatstadt Chemnitz bombardiert. Also Sie sind in Chemnitz geboren? Ja, da wurde mein Onkel. Und da haben Sie dann auch gewohnt? Da wurde meine Eltern. Und da waren Sie dabei, während die Bomben gefallen sind? Oder ja. Weil ich habe in einem Vorort von Chemnitz gewohnt. Und das Stadtzentrum von Chemnitz wurde bombardiert. So. Lass doch mal nicht, ey. Die Amerikaner haben... Die Amis, ne? Die Nicker. Die Amis. Das waren die Amerikaner. Die Engländer. Und die Amis. Und die Afrikaner. Und die Russen? Die Russen? Die Russen nicht. Die waren die Guten, ja? Nein, und die waren auch nicht. Und das darf ich noch... Moment. Also ihr müsst da mal unterscheiden. Am 5. März 1945, das war bevor Hitler Deutschland kapituliert hat, haben die Amerikaner über unsere Heimatstadt, es war damals Schnee, es war damals Winter. Alter, was lachst du da? Ja, die lachen alle, ey. Ja, wir haben ja in unserer Schule haben wir ja jetzt gerade Geschichte. Und die haben uns nicht gesagt, wer Adolf Hitler ist. Ja, die haben so uns gesagt. Adolf Hitler? Naja, das haben sie ja gerade gesagt. Ja, und die haben sich nicht gesagt. Ja, und die Lehrer haben gesagt, dass Adolf Hitler gut ist. Ja. Klima. Oh, der hat doch auch Autobahnen und sowas gebaut. Ja, das schon. Aber die Kosten. Die hat er erheblich übernommen. Die Steuern. Na? Er hat. Gut, es war 1929, 1930, 1931, als er das Amt übernommen hat, war in Deutschland arbeitslos. Naja, das ist ja, das in 16 war ja mehr Arbeitsplätze als Menschen. Okay, er hat durch die Autobahn Leute beschäftigt. Die Infrastruktur hat er damit gestärkt. So war es so gut. Aber er hat den Zweiten Weltkrieg bewusst vorbereitet. Es gibt von ihm ein Buch, das heißt Mein Kampf. Könnt ihr euch lesen? Nein, nur das Buch Hitlers Frauen. Ich kann in dem Buch sagt er seine Ziele. Na, aber da steht ja in Schrift, oder? Und bei Mein Kampf steht drin, dass er Deutschland gegenüber den feindlichen Völkern außerhalb Deutschland. Ich hätte auch Völker. Haben Sie Geschichte studiert damals? Nein. Haben Sie nicht? Nein. Aber als Lehrer, ich bin Lehrer zur Biologie Chemie gewesen. Und als Lehrer muss ich... Das ist immer so ein Knuschi von der Bäckerei. Knuschi!